Ich habe auf mehrere Anfragen, mache ich mal das Video von der Sackgasse mit den 7 Angriffen. Die wollten ja doch dann einige sehen, wie wir das gemacht haben. Zeige ich euch sehr gerne, beziehungsweise wir. Aber vorher möchte ich euch zeigen, und davon bin ich felsenfest überzeugt, worin der Erfolg unserer TF besteht. Und zwar in den Details der Notizen der jeweiligen Maps. Und die möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und ich finde auch heute, also bei der OP sind wir ziemlich ausgerastet mit den Notizen. Da stehen tatsächlich Namen drin, ja, so wie hier. Ja, Wahnsinn, Morph, okay. Oder Klaus macht jetzt die Map, okay. Oder hier Dr. Hardcore. In der Regel sehen die aber anders aus und zwar so. Zack. Oder so. Oder so. Okay, die 1 bedeutet, oder da kann auch eine 2 stehen, das bedeutet 2 Angriffe. Ich bin felsenfest davon überzeugt, da ist der Erfolg unserer TF in den Notizen. Ein Traum in Form von Details. Okay? Könnt ihr gerne kopieren. Ja, es hilft uns, wie ihr seht. Läuft. Okay? So, nun zu den Angriffen. Von der Sackgasse. Wo bin ich denn hier gelandet? So, zack. Es war die. Okay? Einige haben auch gefragt, wegen Callisto, wie Dexter das gemacht hat. Zeige ich euch auch so. Dexter schreibt übrigens die meisten Notizen. Erstmal ein Lob an Dex. Machst du super. Ja? Ich weiß sofort den Laufweg und was ich tun muss, wenn ich deine Notizen lese. Perfekt. Okay. So. Dexter war der erste Angriff auf Callisto. So sieht die Map aus. Ein bisschen human, ein paar RWs fehlen, aber stört ja nicht. So, hier rechts sind ein paar Zellen. Die braucht man für die Energie oben. Also er stellt sich gleich hier hin. Zwischen dem Flammenwerfer und den Statuen. Dafür braucht er ein bisschen Energie, die holt er sich. Das spulen wir ein bisschen vor. So, jetzt hat er genug. Geht's links rüber. Und dann gerade hoch, einfacher Weg. Jupp, über die MGs und dann geht's zack, links rüber. So, und dann ist es halt wie immer Timing von den Schocks, die kommen sehr gut, sehr schnell. Und dann ist das der Zauber. Ja. Das war der erste Angriff auf Callisto von Dex. Da waren es nur noch 6. Tada! So. Der nächste war dann Hardcore Horst. Der wusste auch bei Waterloo sofort anhand der Notiz, was er zu tun hat. Ja. Die Decks geschrieben hat. So sieht die Map aus. Kennt man ja. Nichts Neues. So, erstmal die Minen wegmachen, die stören. Die müsste man gar nicht hier, die hier, aber wer kann, wer will, kann die auch wegmachen. Ist egal. So, dann kennt man ja da den geraden Weg immer, immer schön geraden Weg suchen. Eigentlich immer dasselbe. Dann steht man da oben auf 12 vor dem Kern. Anflären, Schocks. Und fertig. Der Schock, da kriegt ihr eigentlich alle rein. Auch den RW, der jetzt nicht geschockt ist. Aber wie ihr seht, der geht auch nicht los. Und da hat er ordentlich was weggezogen. Das war der einzige Nicht-One-Hit. Aber nicht schlimm. Es ging nicht. War halt TP ziemlich hoch. Den Finishen tut dann die Map quasi oben Pope. Dann kam mein Add auf Titanic. Das ist die Map. Ziemlich human. Normal stehen hier 3 MGs oder hier stehen die 3 RWs. Diesmal sehr nette Map. Das Wichtigste an dem Angriff war eigentlich, zeige ich euch gleich, der Weg. Erstmal die Fackel da oben in die Ecke, dann laufen sie schön in einer Linie, wie ihr sehen könnt.
und dann die letzten drei fast gleichzeitig, also die Smokes, und dann müssen sie in einen kleinen Bogen laufen, die Flare. Das ist eigentlich der schwerste Teil gewesen. Und dann die Shocks. Ja, viele waren es nicht. Wenn jetzt da, der untere Schock hier war gar nicht nötig, aber den könnte man dann gebrauchen für die RWs oder die MGs. Hat man halt nur eine Schockdauer. Ja, aber gut. Hier ging es in einem Angriff, weil ich dann halt noch zwei übrig hatte. Und dann ging die Map auch down. Am Ende sind zwar alle gestorben, aber gut, der letzte Schuss hat es rausgehauen. Und dann war es mit Titanic zu Ende. Das war dann der zweite One-Hit. Als nächstes kam dann Johanna auf Dioxin. Ist übrigens ein cooler Laufweg, probiert das mal aus, müsst ihr nicht so unendlich eklige viele Minen räumen. Außer die zwei da und die paar da hinter der Kanone. Guckt mal hin, Laufweg ist echt cool. Übrigens, der Laufweg stand in der Notiz von Dex. Ja? Nur, ihr müsst immer dran denken, die Notizen reißen es raus. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Also, hier ist die Dame dahin und dann zack, die Flair darüber. Dann laufen sie auch. Guck mal schön an all, jawohl, immer hintereinander weg. Zack, an allen Minchen vorbei. Fackel auf dem Kern. Kritterin, Kritter, Kritter. So, und dann fertig. Das war jetzt der dritte One-Hit. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Einfach nur Flair gerade laufen lassen, rechtzeitig smoken, Kern anflaren, Shocks. Dann kam Mö auf Komplex. Hier ab dann mal. Eigentlich ist die, war die kleinste, ja, war die kleinste Map mit nur sechs Booten. Weiß ich, muss ich mal fragen, warum? Wollte ich ihn fragen, warum eigentlich nur sechs? Soll er mal beantworten auf Discord oder im Forum? Und dann immer schön versuchen, dass sie in einer Linie laufen. Ich glaube, der hat das gemacht, damit die alle schön eng beieinander stehen. Und zwar da oben in der Mitte gleich. Das war jetzt, damit sie da alle in eine Smoke passen und nicht austicken. Und Schuhe kaufen gehen. So, da haut er alle hier den Schocker natürlich Socken, natürlich Socken, nein, Schocken, schockt den Schocker. Dann haut er alle RWs weg, geht da keiner mehr los. Jep, der letzte und dann geht es halt hinter den Kern. Ja, rechtzeitig Smoke, sonst sind sie alle weg. Perfekt, dann aus dem Raus, aus dem Rauch laufen lassen und dann wird der Schocker gekillt, ein paar Critter rein, damit die Boom abgelenkt wird. Und dann, jetzt sieht man sie nicht, aber da stehen noch einige. Und das war's mit Komplex. Hat der Fein gemacht, der Mau. Übrigens wieder, muss man dazu sagen, war die Notiz von Dex. Ja? So. Dann kam Thiago auf Dual, da habe ich auch ein anderes Video gemacht. Die Map mag er wohl. Wo fängt er an? Achso, erstmal die Mine räumen. Genau, da stehen sie ja gleich. Kennt da, ist nichts Neues. Habt ihr auch 100 Mal selber gemacht. Na? So, jawohl. Genau, da, damit sie schön eng beieinander sind. Die erste Flare, dann die zweite vor den Kern. Und dann wieder halt Schocks abpassen, rechtzeitig werfen, auf den Kern flären. Jupp, und dann ist er nicht mehr. Dann wartet man einfach nur noch, ja, genießt das Spektakel, wirft noch ein paar Critter und eine Schock und alles, was man hat, noch drin. Und der nächste One-Hit. Also die Maps waren halt cool, kam uns sehr gelegen. Warum nicht? So, das war Dual, Tia oder Thiago. Und der letzte war dann, der siebte Angriff war dann Pope, der hat den Waterloo gefinisht. Und hier haben wir kurz überlegt, könnte man ja auch unboosted machen, weil
warum es doch eine gute Idee war, dass er geboostet hat, seht ihr jetzt. Ja? Achtung, am Boost sind, wäre es sehr lustig geworden, denke ich mir. Seht selbst, Minen braucht er ja nicht mehr wegmachen. Weg ist ja immer derselbe. Da, ja, da wird schon, da kribbelt es dann schon so ein bisschen, ne? Oh, oh, oh. Da sind dann noch genug, überlegt man, da sind ja einige draufgegangen, auf dem Weg nach oben. Sonst ist der Ad ja wirklich derselbe. So, und jetzt geht's. Ist ja nicht mehr viel gewesen, ne? Aber der geilste Finish, ja, achtet drauf, passt auf. So, jetzt sind alle Zugs tot. Und oh, guck mal, da kommt sie. Und bam, perfekt. Ich glaube, das war auch gewollt. Ja? Ich glaube, das war gewollt. So die Spannung ein bisschen nach oben treiben. Super gemacht. Naja, super mehr oder weniger. Aber ist okay, ist down. Und das waren halt die 7 Angriffe. Wie ihr seht, alles im Rahmen des Möglichen. Das war die OP mit den 7 Angriffen. Alles gut nachzumachen. Denkt dran, schreibt eure Notizen. Ich habe euch gezeigt, wie sie aussehen müssen. So sehen sie aus. Ich hoffe, das Video ist für einige von euch eine Hilfe. Schreibt auf Discord, wie ihr die Angriffe findet. Wenn ihr Fragen habt,